Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Und zwar in diesem Video zeige ich euch meine komplette Spirit Jersey Kollektion, die ich bis zum 22. Februar 2020 gesammelt habe. Bei mir ändert sich das ja gefühlt monatlich und ich würde sagen, ich mache das jetzt jedes Jahr. So ein Video, wo ich euch alle meine Spirit Jerseys zeige. Ich habe euch ja in meinem letzten Video im Januar-Haul gefragt. Übrigens verlinke ich den noch bei dem i. Habe ich euch ja gefragt, was ihr euch gerne für Videos wünscht. Und da haben viele geschrieben, meine Kollektion oder meine Sammlung. Und jetzt muss ich auch den Stefan, den Freizeitpark-Traveler, grüßen. Der nervt mich schon seit gefühlt 3 Monaten, dass ich dieses Video machen soll. Deswegen ganz spezielle Grüße an den Stefan. Ja, jetzt endlich bekommst du dein Video. Und es wird auch demnächst noch ein Ohrenvideo geben, wo ich euch meine komplette Ohrenkollektion zeige. Das wird dann, glaube ich, noch länger dauern. Genau, ihr könnt hier unten kommentieren, was ihr glaubt, wie viele Spirit Jerseys ich habe. Und danach zählen und oder ich zähle am Ende nach und dann gucken wir mal, wer am nächsten dran lag. Ich werde auch alle Spirit Jerseys für euch anprobieren. Ihr seht die dann unten im Try-On und ich sortiere die Spirit Jerseys nach dem Ort, wo ich sie gekauft habe. Ich habe einmal Cruise, ich habe Disneyland Paris, ich habe Shop Disney und ich habe Amerika, also Walt Disney World und Disneyland Anaheim, glaube ich, mich auch einen davon. Genau, aber ich erzähle euch erstmal kurz was Allgemeines zu Spirit Jerseys. Und zwar eigentlich ist Spirit Jersey eine kalifornische Firma, die heißt wirklich Spirit Jersey und die kooperieren zusammen mit Disney und produzieren in dem Fall Disney Spirit Jersey, aber die haben auch nicht Disney Spirit Jersey, wo dann zum Beispiel hinten Hollywood draufsteht oder die Stadt New York. Genau, und zwar passen die auch für, finde ich, jedem. Die sind Unisex, das heißt, es gibt nicht Spirit Jersey für Frauen, Spirit Jersey für Männer. Es gibt nur eine Art Spirit Jersey und in verschiedenen Größen. Und wie gesagt, die sind Unisex. Was ich an denen sehr gerne mag, ist, dass sie so ein bisschen größer geschnitten sind. Man kann auch mal ein bisschen mehr essen. Und ja, es steht auch nicht jedem, also nicht jeder ist ein Fan von Spirit Jerseys, von dem Schnitt her, weil die wirklich sehr Oversize geschnitten sind. Man hat hier halt so ein bisschen die Ärmel, die da so ein bisschen weiter sind und am Bauch. Also es mag nicht jeder, aber ich liebe sie, deswegen habe ich auch so viele. Ich finde, sie sind toll für Fotos und hinten mit dem Schriftzug, egal was draufsteht. Es ist wirklich etwas Besonderes, was kann ich noch sagen? Genau, also dünne und etwas kräftigere Menschen können die anziehen, weil die von Größe, also in Europa beziehungsweise von XS bis XL vorhanden sind. Ich glaube, in Amerika gibt es sie sogar noch größer. Und normalerweise, der normale Schnitt fällt auch größer aus. Es gab eine Ausnahme bisher. Das war der Bronze. Den zeige ich euch noch. Genau, also ich trage immer S, obwohl ich eigentlich im normalen Leben M oder L trage. Aber bei Spirit Jerseys kaufe ich normalerweise Größe S. Genau, und was es eigentlich ist, es sind übergroße Football-Jerseys. Das habe ich nämlich extra gegoogelt für euch, damit ich euch noch ein bisschen informativ damit versorgen kann. Und die sind meistens aus hundertprozentiger Baumwolle. So, wann habe ich mit dem Sammeln angefangen? Ich glaube, als die ersten Spirit-Jerseys ins Disneyland Paris kamen, habe ich damit angefangen. Da kamen die auch so langsam überall in die Shops und dann sind auch mal meine Freunde nach Amerika geflogen, haben welche mitgebracht. Ich glaube, es ist jetzt ein knappes Jahr her, dass ich damit angefangen habe. Und ich muss sagen, ja, es sind einige über das Jahr haben sich angesammelt. Fangen wir mit den aus Shop Disney an. Und ich habe die jetzt alle auf Bügeln. Und zwar einmal dieser oben Spirit Jersey. Jetzt weiß ich den Namen vom Hund nicht von dem Film. Shame on me. Also, es ist wie gesagt ein oben Spirit Jersey aus Shop Disney. Hier hinten steht, I just met you and I love you. Und den hatte ich mit, muss ich sagen, erst einmal an zu einem Jahreskarten-Event. Der muss jetzt auf jeden Fall auch im Frühjahr noch mitkommen. Ich glaube, im Frühjahr sieht er echt toll aus mit den Blumen. Und ja, der muss auf jeden Fall mitkommen, jetzt demnächst. Ich muss den mal öfter tragen. Ich finde den sehr schick. 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 Ich finde den sehr schick, genau. Und was man dazu sagen muss, die Spirit Jersey Preise variieren so zwischen Normalpreis 60 und 70 Euro. Für die aus dem Disneyland Paris habe ich ja Rabatt und für die aus Amerika habe ich meistens auch noch drauf Rabatt drauf bekommen. Aber es ist keine günstige Sammelleidenschaft. Ich möchte auch gar nicht wissen, was ich dafür für das Jahr schon ausgegeben habe. Genau, also der erste aus Shop Disney ist dieser oben Spirit Jersey. Dann ein König der Löwen Spirit Jersey.
Hier vorne habt ihr das Simba-Zeichen und ich habe den wirklich leider noch nicht getragen. Ich habe mir den, glaube ich, letztes Jahr, das war nach der, genau, der kam raus nach der Lion King Season im Disney in Paris. Aber die kommt ja dieses Jahr wieder und da werde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen und anziehen, weil ich finde den super schön. Der Lion King hinten drauf und ja, passt super zu den Simba-Ohren. Mensch, ich schnupfe noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen, bin noch ein bisschen erkältet. Naja, auf jeden Fall, ja, ein Lion King Spirit Jersey. Ich versuche euch ein bisschen was dazu erzählen, aber es geht nicht immer so. Dann vor kurzem gab es diesen Mini Spirit Jersey bei Shop Disney und der Schnitt ist etwas anders. Also hier unten ist so ein Bund. Warte, ich zeige euch das mal bei dem Lion King. Also hier seht ihr unten, ist es so ein bisschen abgerundet und es hat kein Bündchen. Und der hier hat so einen Bund, ist auch etwas kürzer geschnitten und den muss ich auch wirklich größer. Ist jetzt sehr scharf? Ja, ist wieder scharf. Muss ich etwas größer kaufen. Das ist jetzt M. L hat es auch noch getan, weil er wirklich anders ausfällt. Er ist kürzer geschnitten und hinten steht Minnie Maus drauf. Und ich muss sagen, der ist jetzt nicht so vorteilhaft wegen der Länge. Also wenn die länger sind, dann sind die etwas schmeichelnder, auch in der Hüfte. Und in der Taille. Der ist ein bisschen kürzer geschnitten, aber gut. Ist halt etwas anders. Ne? Und der letzte aus Shop Disney, den ich habe, den habe ich mir auch jetzt vor kurzem erst gekauft. Den habe ich auch noch nicht getragen. Der kommt im März mit ins Disneyland. Und zwar ist es dieser Retro Mickey Spirit Jersey. Ich finde den richtig cool. Mickey ganz groß vorne. Es sind vier Farben. Man kann verschiedene Ohren dazu anziehen. Hinten steht ganz groß Mickey Maus drauf. Und ich muss sagen, ich habe mich ja in meiner Instagram-Story habe ich ja gefragt, welchen ihr besser findet, den blauen oder den Retro. Und es war irgendwie 50-50. Dann habe ich mich für den hier entschieden. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden, dass ich mich für den entschieden habe. Er sieht angezogen auch richtig toll aus. So, machen wir weiter mit den zwei Spirit Jerseys, die ich auf einer Disney Cruise gekauft habe. Ich war letztes Jahr im September auf der Disney Magic. Und dann habe ich mir zwei Spirit Jerseys mitgenommen. Und zwar einmal hier dieser dunkelblaue maritime Spirit Jersey mit dem Disney Cruise Logo. Und hinten habt ihr Disney Cruise Line stehen in Rot. Den habe ich mir in M gekauft. Ich weiß gar nicht warum. Und der ist auch etwas größer. Aber ich finde auch, falls man eine Schwangere ist, also ich werde ja hoffentlich irgendwann mal in den nächsten Jahren. Das ist jetzt kein Spoiler oder so. Ich bin nicht schwanger, ja, oder nicht im nächsten Jahr. Aber irgendwann, wenn man schwanger ist, kann man die echt gut anziehen, weil die auch den Bauch so schön, glaube ich, in Szene setzen. Also auch sehr gute Umstandsmode. Ja, also der erste aus der von der Disney Cruise. Und den zweiten, den musste ich dann auch mitnehmen, weil ich den richtig toll fand. Und zwar habt ihr hier vorne auch das Disney Cruise Logo. Er hat hier auch so Bündchen, aber nur hier an den Händen, nicht unten. Und hinten steht Disney Magic, also das Schiff, wo wir drauf waren. Und dann habt ihr hier unten Goofy. Wenn ihr auf der Disney Magic wart, hinten auf dem Schiff steht auch Disney Magic und da hängt Goofy als Figur genau in dem gleichen Design. Und deswegen fand ich das richtig cool. Er musste mit als Erinnerung, dass ich auf diesem Schiff war. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr auf ein anderes Disney-Schiff komme. Wir haben noch nichts gebucht, aber es ist geplant. Mal sehen, was so passiert. Ja, da habe ich auf jeden Fall schon mal was zum Anziehen. Aber da wird, denke ich mal, auch ein Spirit Jersey mitkommen, wenn es ein anderes Schiff ist und es den Spirit Jersey dort gibt. Ja, machen wir weiter mit Amerika. Und dann als zum Schluss zeige ich euch die aus dem Disneyland Paris. Man muss ja dazu sagen, ich habe zu jeder Season oder zu jedem Event oder so fast ein passendes Spirit Jersey. Ja, ich konnte bisher auch nicht Nein sagen bei jedem, der in Disneyland Paris rauskam. Ja, es kommen auch in letzter Zeit echt viele raus. Ich hoffe, dass jetzt bis Sommer keiner mehr rauskommt. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen passenden aus Walt Disney World Florida zur Halloween Season. Ich liebe den. Ihr seht das, der glitzert so schön. Und dieser Mickey-Kürbis hinten ist hier Walt Disney World drauf. Vorne ist auch nochmal Mickey als Kürbis. Huch. Genau. Ich finde den so toll. Ich liebe die Halloween-Season sowieso. Und ja, sehr, sehr schön. Ich kann es kaum erwarten, ihn wieder anzuziehen an Halloween. Das ist immer das Blöde bei diesen Seasonal-Sachen. Man muss dann immer warten, bis es wieder soweit ist.
Und dann hat die liebe Britta mir aus dem Outlet aus Walt Disney World hier diesen Spirit-Jersey mitgebracht. Der ist pink, hat hier vorne eine silberne Mickey, hat oben hier so sportliche Streifen und hinten steht auch nochmal Walt Disney World drauf. Der ist auch sehr besonders, finde ich, ist sehr, sehr pink, aber auch mal was anderes, vor allem wenn die Sonne scheint oder so, kann man den sehr gut anziehen. So, und dann hat der liebe Florian mir im Dezember, er war in Anaheim, und da gab es den Baby Yoda Spirit Jersey. Ich war so froh, dass er ihn mir mitgebracht hat aus Anaheim. Da war er relativ neu und auch relativ schnell ausverkauft in der Anfangszeit. Mittlerweile gibt es ihn, glaube ich, auch in Florida. Und ich war richtig happy über meinen Baby Yoda Spirit Jersey. Ihr könnt euch ja ab 24. März kommt Disney Plus, dann müsst ihr euch Mandalorian angucken. Guckt euch diese Serie an. Ihr müsst auch die Star Wars Filme vorher nicht geguckt haben. Ihr versteht es auch so. Und dann seht ihr diesen schnuckligen Baby-Yoda in dieser Serie. Und ich sage euch, ihr werdet schockverliebt sein. Ihr müsst euch diese Serie angucken. Klare Weiterempfehlung von mir. Auch wenn ihr keine Star-Wars-Fans seid, guckt euch diese Serie an. Ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ja, also wie gesagt, der war aus Anaheim, aus Kalifornien. Aber den gab es auch, oder gibt es mittlerweile auch in, ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt, aber den gab es dann auch noch in Florida. Und hinten steht dann Star Wars The Mandalorian. Den habe ich jetzt auch in M, weil es ihn nicht mehr in S gab. Also es geht. Also M kann man auch noch tragen, aber irgendwann, ja, wie man steht, das sieht ein bisschen groß aus. Aber Hauptsache, Baby Yoda. Oh, ich warte, kann mal warten. Ich habe so eine Puppe vorbestellt, aber es ist jetzt kein Thema hier. Ich zeige euch nur dieses Bild. So, und der letzte Bild, was ich aus Amerika, da bin ich auch richtig froh drüber. Da war die Nadine im Januar beim Marathon-Weekend und die ist ja den Halbmarathon gelaufen und da gab es einen ganz, ganz tollen Spirit Jersey. Den habe ich noch nicht getragen, der kommt aber im März mit, weil wir mit Florian zusammen ein Bild machen wollen, weil der hat auch ein Spirit Jersey, nicht den, aber einen anderen. Und zwar einen Run Disney Spirit Jersey. Ich liebe ihn. Ich habe ihn ja auch schon beim Unboxing gezeigt und ich liebe ihn. Run Disney, ich mag sowieso Run Disney. Ist jetzt mittlerweile jetzt mein drittes Event jetzt im Mai, wo ich mitmache beim Princess Run und dann im September auch wieder. Da wird auf jeden Fall getragen. Hier habt ihr alle Charaktere und diese Farben und hier vorne habt ihr Every Mile is Magic mit 2020 und einem kleinen Schloss. Genau, ich kann es kaum erwarten. Also ich liebe ihn. Also es gibt Spirit Jerseys, die liebe ich ganz, ganz besonders und es gibt Spirit Jerseys, die mag ich. Aber den hier, der gehört auf jeden Fall zu einem meiner Favorites. Übrigens könnt ihr am Ende des Videos auch nochmal kommentieren, welche euch am besten gefallen haben. Genau, also einmal am Anfang, wie viele ihr denkt, ich habe und dann kommentiert nochmal, welche euch besonders gefallen haben am Ende. Genau, so jetzt machen wir weiter mit Paris und den letzten paar. Ich kann euch sagen, die Try-Ons wären nicht... Also die Try-Ons drehe ich nach dem Video hier. Ich sag euch, das wird echt anstrengend, diese ganzen Dinge anzuprobieren. Ich hasse es ja auch immer, in der Umkleide im Einkaufszentrum so oft auszuziehen und so. Aber ich mach's für euch und ich ziehe auch die passenden Ohren immer dazu an. Ja, ich gebe mir Mühe. Aber ich sag euch, das wird nicht einfach. Mir graust es jetzt schon. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit Paris und machen wir weiter mit dem Weihnachtsbild-Jersey. Den gab es letztes Jahr in Paris und zwar habt ihr vorne, den fand ich echt toll, aber der trägt etwas auf wegen dem Muster unten. Ihr habt hier vorne einen Mickey-Schneemann und ich habe dazu jetzt den passenden Rucksack. Ich freue mich jetzt auf nächstes Jahr, den habe ich im Unboxing auch gezeigt. Verlinke ich euch bei dem i. Genau, ihr habt dann hier dieses Karo-Muster mit Hidden Mickeys und hinten steht Merry Christmas. Also nicht diese in Paris, sondern Merry Christmas. Und ich finde, das ist dann auch so ein bisschen neutraler. Kann man sehr gut an Weihnachten anziehen. Und ja, da habe ich auch direkt schockverliebt. Ich glaube, der kam im September raus oder im Oktober. Und ich habe ihn dann sofort gekauft, obwohl noch nicht mal Christmas Season war. Aber ich konnte, ich glaube, es war September, weil ich war zum Run da und dann hat sich jemand den schon gekauft. Ja, also ich konnte nicht widerstehen im September schon. Genau, machen wir weiter. Ich glaube, das war einer der ersten Spirit Jerseys, der in Disneyland Paris war. Und zwar dieser, ah nee, das war der andere. Nee, der Rose Gold war noch später da, den gab es dann im Sommer. Den habe ich noch in M. Ich weiß auch nicht, am Anfang habe ich M gekauft. Dann bin ich dann auf S übergegangen.
Wie gesagt, es geht auch noch. Man sieht jetzt nicht übergroß dick aus und man kann auch mal ein bisschen mehr essen. Genau, also der Rose Gold Spirit Jersey hat eine rosé-goldene Schrift. Hier vorne das D. Das ist ja bei den Disneyland Paris, die sind alle so vom Stil. Also vorne dieses D in der Schrift. Und dann hinten Disneyland Paris in Rosé-Gold. Ich muss eigentlich immer auf die Seite zeigen, weil ich da den Try-On zeige. Naja, so, also Rosé-Gold. So, dann, das war glaube ich einer der ersten mit dem Schwarzen, aber den Schwarzen gibt es ja immer noch und bei den Farbigen ist es ja so, die wechseln ja immer so, also wenn jetzt ein neuer rauskommt, ist fast der andere schon wieder weg aus dem Sortiment. Da gibt es sie noch irgendwo vereinzelt, aber die sind dann schwer zu finden. Das war jetzt bei dem, der Korall ist ja rausgekommen und der Bronze ist jetzt auch fast weg, ne? Also, die gibt's, also wenn ihr wirklich euch eine Farbe gefällt von den aktuellen im Disneyland, solltet euch die wirklich kaufen und nicht warten oder mitbringen lassen. Weil, ja, wenn ihr wartet, 2-3 Monate, kann schon sein, dass ein neuer rauskommt und der andere aus dem Sortiment kommt. Ist leider so, ja. Also wie gesagt, das war einer der ersten, der roséfarbene. Sehr ähnlich zu dem Roségold, aber das Rosa ist ein bisschen heller. Und die Schrift ist sehr dezent. Also hier habt ihr in Rosa einmal das D und hinten in diesem Rosa das Disneyland Paris. Der ist wirklich sehr dezent von der Schrift her. Kann man deswegen auch sehr gut im Alltag tragen. Und ich glaube, der war mit dem Schwarzen einer der ersten letztes Jahr. Dann kommen wir zum Arendelle Spirit Jersey. Der kam jetzt vor der Frozen Season, was auch ein bisschen wenig Sinn gemacht hat. Aber ich finde ihn auch sehr schick. Der glitzert so ein bisschen im Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der schimmert hier. Und die Schrift ist mega. Dieses silberne, glitzernde Disneyland Paris. Und vorne natürlich das D. Und der muss mal in die Wäsche, sehe ich gerade. Ich hatte den am Wochenende an. Ja, auf jeden Fall auch einer meiner Lieblings-Spirit-Jerseys. Ich mag die Farbe und zu Frozen Season. Ja, so, weiter geht's. Dann ein Star Wars Spirit-Jersey. Ich bin ja nicht der größte Star Wars Fan. Ich habe alle Star Wars Filme geguckt und ich bin eher so der Mandalorian Fan. Aber ich fand ihn richtig schick. Diese Sterne hier auf dem Pullover sehen richtig schön aus. Das hier musste jetzt nicht sein, diese Laserschwerter. Aber hinten sieht es richtig toll aus. Star Wars The Rise of Skywalker zu dem neuen Film. Und auf Fotos sah er auch richtig schön aus. Und ja, man hat, wie gesagt, ich habe irgendwie zu jeder Season, zu jedem Anlass irgendwie ein Spirit Jersey, deswegen musste da auch sein. Was fehlt mir denn noch? Pirates and Princess gab es kein Spirit Jersey. Und was gab es noch? Lion King habe ich jetzt einen, Halloween habe ich einen, Christmas habe ich einen, Star Wars habe ich einen, Marvel. Na, da, ich glaube, Marvel werde ich mir wirklich gar. Also, es gibt jetzt einen bei Shop Disney für Marvel. Aber ich bin so gar kein Marvel-Fan, deswegen, ich glaube, Marvel kommt mir nicht ins Haus. Aber ich sag niemals nie, ne? Wenn irgendeiner kommt, der mir richtig gut gefällt. Oder es vielleicht kommt ein Marvel-Film, der mir richtig gut gefällt. Und naja, ich sag niemals nie. So, dann ein relativ neuer aus dem Disneyland Paris. Den gibt es gerade. Ist dieser französische Spirit Jersey. Und zwar habt ihr in den französischen Flaggenfarben Disneyland Paris hier draufstehen. Unten ist er gestreift. Das ist nicht schwarz. Das ist so ein dunkelblau, gleich der Schrift hier. Und vorne habt ihr ein rotes D. Dazu passen auch sehr viele. Es passen blaue Ohren, passen rote Ohren, passen auch weiße Ohren oder silberne. Ich finde den auch richtig schick und gut, die Streifen tragen etwas auf am Bauch. Man muss sich halt gut positionieren. Genau, den gibt es gerade im Disneyland Paris. Dann den gibt es ja schon seit fast einem Jahr im Disneyland Paris. Das ist so der Dauerbrenner. Den gibt es immer zusätzlich zu den aktuellen. Genau, ist der schwarze. Ich finde, so ist wirklich so ein Klassiker. Dazu kannst du jedes Paar Ohren anziehen, weil er halt schwarz mit weiß ist. Und da sieht man auch echt schlank drin aus. Wenn man noch so eine schwarze Hose anhat und so. Also man sieht echt, ich habe einige Bilder, sehe ich richtig gut drin aus, muss ich sagen. Und vorne das D in weiß. So, die letzten zwei. Habt ihr schon mitgezählt? Ansonsten nochmal vorspulen, nochmal mitzählen. Genau, also eben erzählt, der Bronze, der ist auch richtig schön, wie ihr seht, wie das Bronze schimmert. Und bei dem ist die Größe S etwas eng. Also er passt mir immer noch, und aber da hätte auch ruhig eine M sein können. Ich weiß nicht, was sie mit diesem Schnitt hier gemacht haben, dass der so klein ausfällt. Ich finde das echt doof, dass ich habe jetzt auch nicht immer Lust, mir alle Sachen an. Ich probiere eigentlich fast nie was an im Disneyland, weil es echt anstrengend ist, sich immer auszuziehen und so. Und ich hasse es ja eh in der Umkleide, mich umzuziehen.
Und ja, der hat es auch in M getan. Ich weiß auch nicht, warum der ein bisschen kleiner ausfällt, aber die Schrift ist richtig schön. Die Sprungs unten sind so Gesprenkel. Viele sagen, es sieht auch nicht so lecker aus, als wenn man auf der Toilette ein Missgeschick gemacht hätte. Aber ich finde es schön. Und vorne einmal dieses D. Also auch einer der schöneren. Und er ist auch schwarz, er macht schlank. Obwohl er jetzt ein bisschen eng am Bauch ist, kann man nicht so viel essen. Da muss man dann ja, sich auch vorteilhaft hinstellen. So, und der letzte ist auch ein aktueller aus dem Disneyland Paris, und zwar der Korallene. Den habe ich jetzt letzte Woche gekauft. Die sind ja alle so dreckig. Was habe ich dann getragen, dass sie alle so abgefärbt haben? Muss ich mal waschen. Auf jeden Fall der Korallene, den gibt es auch aktuell im Disneyland Paris. Also aktuell gibt es den schwarzen, den gestreiften und den hier. Der Bronze ist noch ein bisschen was da, aber wie gesagt, die wechseln ja, wenn der neue rauskommt, geht der andere langsam aus dem Sortiment raus. Und ja, da streiten sich ja die Geister bei der Farbe. Viele sagen, viele finden ihn wunderschön. Ich finde ihn auch wunderschön. Die Farbe Korall steht mir auch, finde ich, sehr gut, weil ich auch so dunkle Haare habe. Auch die Ohren dazu. Und vorne habt ihr das Korall in D. Das Korall in D. Das D in Korall. Genau. Also ja, der ist aktuell aus dem Disney in Paris. Und ich finde ihn auch richtig schön. Er ist jetzt nicht mein Top-Top-Top-Lieblings-Spirit-Jersey, aber er gefällt mir schon sehr gut. Und ich hoffe, dass Disneyland Paris sich jetzt etwas Zeit lässt mit dem nächsten Spirit-Jersey. So Sommer, Juli, Juni, obwohl man da keine Spirit-Jerseys tragen kann, weil es sehr warm ist. Obwohl morgens kann man das tun. Und genau. Also ich hoffe, es vergeht noch ein bisschen Zeit. Es kommen ja auch gefühlt irgendwie auch in Amerika und überall irgendwie gefühlt jede Woche neue Spirit-Jerseys raus. Und bei 80% der Fälle wirklich gefallen sie mir. Aber irgendwann kann ich halt nicht mehr. Es gibt gerade diesen Paint in Ink Spirit Jersey, der mir auch gut gefällt, aber das Geld macht's halt, also das kann man nicht mehr irgendwann, ne? Also ich würde sie gern alle haben, wirklich, aber irgendwann, du kannst auch nicht mehr anziehen, ne? Also ja, wie gesagt, dieses Video werde ich dann nächstes Jahr wiederholen mit der Kollektion aus dem, also von jetzt bis nächstes Jahr Februar. Werde ich mir dann so zur Angewohnheit machen. Bei den Ohren vielleicht reicht es auch alle halbe Jahre, weil da die Kaufrate noch höher ist. Ja, nur echt gucken, ob ich Platz. Also ich habe echt Platz. Auf jeden Fall. Genau, habt ihr mitgezählt? Ich werde jetzt mal durchzählen und euch die komplette Anzahl jetzt sagen. So, ich habe jetzt alle durchgezählt und ich habe fast eine gerade Zahl. Einer fehlt noch. Und zwar habe ich bisher 19 Spirit Jerseys. Ja, 19. Fehlt einem noch zu 20. ja, es sind schon einige, aber wirklich, ich liebe sie zu tragen im Park und sie schmeicheln der Figur, sie sind toll für Fotos, sind Unisex, also wirklich Männer und Frauen können sie, wenn ihr einen Freund habt, der auch, also jetzt vielleicht nicht Korall oder so, aber so einen Schwarzen, wenn ihr beide schwarz anzieht, könnt ihr auch gut im Partnerlook laufen. Genau, also ich hoffe, euch hat meine Kollektion gefallen. Wie gesagt, kommentiert mal unten, welche euch am besten gefallen hat. Und demnächst kommt auch mein Ohrenvideo. Und wenn ihr noch andere Videotipps habt, auch gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ein Abonnement und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!